Ah, okay, das ist doch ein Kokonsack da von der Alien Queen. Halt die Klappe, Alter. Was soll ich machen? Wie soll ich die denn jetzt platt machen? Zombie TV. Hehehe, geilo. So, hallöche Leute und willkommen zurück zu Alien Dark Descent. Eine weitere Folge, eine neue Alienjagd. Wir müssen wieder Viecher ausräuchern. Unser Sergeant bzw. die Hayes hat uns gesagt, wir sollen nochmal bitte in den Minenschacht klettern. Ich halte es ja persönlich für keine gute Idee, weil ich gehe mal davon aus, jeder wird es wissen, so, ne? Da wird sich ja das Nest befinden. Warum soll ich da reingehen? Macht keinen Sinn. Aber na gut. Wahrscheinlich wird da natürlich auch irgendwas Gutes passieren. Also klettern wir jetzt mal da runter. Mal gucken, da sind zwei Drohnen unterwegs. Ja, warte mal, wir müssen sowieso noch da oben. Was ist hier noch? Das will hier nicht rein. Oh, lass die mal oben rumlaufen. Kein Thema. Wir fahren jetzt wieder mit dem Auto dann zum Minending hin. Hier ist direkt ein Schacht, wo wieder einer rauskommen könnte. Aber da lang gehen. Müsste passen. Oh, jemand hat unsere Drohne kaputt gemacht. So, wir müssen dahin. Blockiert. Das heißt, wir können nur bis hier einen Wagen fahren. Oh, dann können wir wieder unterwegs ein paar Aliens platt fahren und kaputt schießen. Und dann Panzerwagen. Das wäre cool, wenn wir mit dem ein bisschen rumfahren könnten. Da ist immer noch die Drohne, die sich so meint, die könnte, wäre getarnt. Hier vorne müsste wahrscheinlich noch meine Probe liegen. War das nicht so, dass der eine da angezeigt worden ist als Probe? Xenoprobe? So, wir müssen da lang. Ich glaube, dann können wir das hier... Achso, hier müssen wir das Tor öffnen wahrscheinlich. Und dann können wir beim nächsten Mal auch da bis da rüber fahren. Access. Oh, ist das hier nicht so ein Laderoboter? Hier, das hier? Wo Ripley gegen die Queen gekämpft hat? Können wir da nicht einsteigen mit? Würde ich mich ein bisschen cooler fühlen mit. Kurz ein bisschen angucken. Hier ist noch eine Probe möglich. Moment, ob hier irgendwo Vorräte noch liegen, aber es sieht nicht so aus. Nichts. Nichts. Datenpad.
found something. Looks like a data pad. Come on, team! Können wir nicht können, dann brauchen wir es nicht brauchen. Das ist auch mit auf der Karte angezeigt? Ja, wird das okay. In Eingang. Munition nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich hätte gerne noch ein Geschütz. Vielleicht können wir das ja auch noch hierzu finden. Das wäre ganz cool. Das ist Werkzeug. Weil Munition haben wir ja echt massenhaft jetzt. Ah, das ist Werkzeug. Können wir nicht gebrauchen. Okay. Dann ab in den Minenschacht. Vermutlich werden wir jetzt einfach mal die Queen besuchen. Jetzt nochmal Munition. Das ist noch ein Dingens. Let's see what's inside. Na, ja, wir nehmen natürlich erstmal den ganzen Loot hier mit. Das ist ja ein Fragezeichen. Got something on a tracker. Könnten wir nicht aufheben, weil wir sind schon voll. Nichts. Oh, noch mehr Munition. Ist auch Munition. Don't get too comfy, okay? I have multiple signals. Come on, team! Drone spotted. Move, move! Oh, das war knapp. I have multiple signals. Quiet! It didn't see us. We're spotted! Zeno, an approach! More signals incoming! Suppressive fire! Tango down! Light him up! It's a drone! Grenade! Good job, guys! Move on. Double time. Check your vitals, squad. Right now. Look at that thing on the wall. This place freaks me out. I didn't sign up for this. That substance. Busy little creatures. Enough sightseeing. Stay focused. They can come from anywhere.
Ich weiß zwar jetzt nicht, was der gesehen haben soll an der Wand irgendwie. Ach du Scheiße. Wir müssen los. Gewaltiger Ansturm. Haben wir nicht, Suppressive fire! Contact! Bring them down! Renee! You like that, huh? Reload it! It's a drone! Komm, mach das weg! Scheiße, wir haben keine Granatenpunkte mehr hier, Befehlspunkte fehlen uns. Ja, das Dumme ist nur, wir machen uns natürlich jetzt hier, genau an der Stelle, müssen wir uns erst heilen. Der eine wurde aber auch nur kurz verletzt. Ist nur ein Marine kurz verletzt worden, das war's. Come on, Team. Move, move. Ja, wow. Weiter. Kann da nichts anderes tun. Wo sollen die sich denn jetzt eingraben? Ich sehe schon mal Eier. Viele Eier. Ah, okay. Das ist doch ein Kokonsack da von der Alien Queen. Halt die Klappe, Alter. Was soll ich machen? Wie soll ich die denn jetzt platt machen? Einfach wieder abhauen. Lauf, 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 lauf. Mach die Tür zu. Tango, straight ahead. Facehugger, watch out. Damn, mother looks angry. Suppressive fire. Oh yeah. Oh fuck, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Shit, that thing got him. Check your vitals, squad.
Oh, Alter. Ja, genau. Was macht ihr denn? Ihr solltet nur schießen! Da ist ja eine Katastrophe hier! Die schießen ja auch einfach nicht. Die sollten doch in der Bewegung die ganze Zeit schießen. Ja, da gehe ich natürlich jetzt nicht nochmal rein. Also ohne Witz, ohne MG gehe ich da nicht rein. Was soll ich denn da mit denen machen? Die haben ja gar keine Chance gegen die alte... Nee. Mit ihren paar Granatwerfer-Dinger da. Die haben ja keine Fähigkeiten für das Ganze. Direkt gegen so eine Alien-Queen da zu kämpfen. Mach ich hier schon? Ja. Nee, nee, Leute, das hat keinen Zweck. Wir nehmen hier nochmal ein paar Vorräte mit und so weiter, das ist alles okay. Ich sag mal, so ein paar Drohnen, die kriegen wir ja auch wahrscheinlich noch platt. Aber der Rest? Mhm. Ich sehe gerade, was ist das denn da auf der Seite? Das ist direkt da bei der Alien Queen rein. Weil durch die große Tür ist klar, dass sie durchkommt, aber vielleicht durch so eine kleine nicht. Come on, Team. Eigentlich glaube ich noch mal probieren. Die Sache ist nur, wie schnell können wir agieren? Weil eigentlich sind wir am langsamsten. Das da lang? Ja, hier lang. Ich würde das jetzt einfach mal ausprobieren. Statt wegzulaufen, durchzulaufen. Besonders mächtiger, den haben wir schon gehabt. So, die Cutscene direkt abbrechen und direkt loslaufen. Lauf, laufen, 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 laufen. Shit, that thing's got her. Check your vitals, squad. Suppressive fire. Light him up. Shit, I'm out. Shit, that thing's got him. Yo. Facehanger, 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 super. Der denn?
Okay. Also durchlaufen ist auch keine Option. Also nein, da müssen wir deutlich krasser vorbereitet sein. Das bringt nichts. Wir werden uns zurückziehen. Wir werden auf der, weiß ich nicht, Otago vielleicht irgendwie eine neue Waffe rausbauen irgendwie. Also, weil irgendwie... Nee, das hat keinen Zweck. Dafür seid ihr noch zu schwach oder zu schlecht einfach. Also ohne, dass ich meine Marines hier irgendwie sagen möchte, die, das wären Kacke oder so. Aber das bringt noch nichts. Die sind dafür nicht gut genug. Also ich müsste ja wirklich, weiß ich nicht, alle vier Geschütze haben. Gefühlt. Da müsste ich wirklich vier solche Geschütze, oder weiß ich nicht, sechs Marines bitte haben, damit ich die Feuerkraft habe. Ab nach oben. Weg hier. Timeout, raus. Wir sind zweimal gestorben da. Nee. Können wir nicht machen. Das eine Ding ist ja noch im Schlachthaus. Mich würde interessieren, kriege ich ein neues? Na, das ist eigentlich eher die Frage so. Dann müsste ich mich sagen, so, ich müsste da nicht nochmal rein. Könnt ihr mal rennen? Mit euch. Ihr wollt doch nach Hause, Marines. So. Bestätigen. Xenoproben 10, 263 Materialien, automatisches Geschütz, ja. Null. Ich bestätige es jetzt einfach. Wir werden sehen, was passiert. Man muss ja von den Automatikgeschützen auch welche bauen können. Das ist natürlich auch echt mies mit dem Facehanger, ne? Also Christians Gesicht gesprungen, dann sind die sofort Kampf und da können die ja gar nichts mehr machen. Oder sind die vorhin nochmal aufgestanden? Ja, das ist nur noch tötet die Queen, so nach dem Motto, ne? Marine-Bericht. Ihr wart gut. Wir sind ein paar verletzt und erschöpft, seid ihr sowieso, aber ist nicht so schlimm. Verletzt, ein Tag Krankenstation, drei Tage, ein Tag verletzt. Ist doch alles okay. Okay, Teamgeist können wir stacken. Dann können wir damit dann mit mehr Befehlspunkte bekommen. Das ist auch gut. Das finde ich auch gut. Auch. Das ist auf jeden Fall auch sehr gut. Sehr hilfreich.
Konstruktor gerettet. Genau, das haben wir gemacht. Werte. Ein Zerstörer und 30 Drohnen haben wir platt gemacht und zwei von dem Facehanger. Und so der Kugeln 1200 Kugeln verballert. Cool. So. Ach, das kann man natürlich noch gar nicht machen, ne? Ja, ist ja gut. Okay, wir müssen erstmal noch einen Tag vergehen lassen hier. Plünderparty. Wir haben die Abschlüsse der Baldrin ermittelt. Wenn wir dorthin gehen, können wir Tonnen von Material sammeln. Ja, okay. Material. So. Have a nice day, Deputy Administrator Hayes. This one's a priority. Understood. Hello, Administrator Hayes. Ist noch kein Tag vergangen? Kaufe Waffen in der Werkstatt. Flammenwerfer! Forewarned is forearmed. Und Minen nehme ich auch. Klar. Kann ich jetzt hier auch was machen? Ihr habt dir doch Proben mitgebracht hier. Schaut mal noch nicht. New objectives are awaiting your review. Albträume, Tag 4. Die meisten Kugeln leiden unter schrecklichen Albträumen. Der Schlafmangel erschöpft sie fürchterlich. Kerrigan ist der Meinung, sie könnte einige Hyperschlaftanks reparieren, damit die Marines im Tiefschlaf ruhen können. Bogut meint, sie könnten die Albträume mit Anedoxytika behandeln, was auch immer das ist. Super. Sind die Ärzte alle nicht da? Ja, toll, aber die... Ja. Stay safe out there. Es ist leider nicht das rumgekommen, was ich gerne hätte. Also gut, wir haben Flammenwerfer und eine Mine jetzt. Wahrscheinlich springe ich mich damit selbst in die Luft. Ein Flammenwerfer. Da das als Spezialwaffe gilt, ist natürlich auch wieder so eine Frage. Ah, schwierig. So, hier können wir nichts machen, ne? Weil der Arzt war nicht da. Noch nicht entdeckt. Er ist auf jeden Fall wieder verfügbar. Könnt ihr doch jetzt hier so einen Flammenwerfer mitnehmen, ne? Flammenwerfer. Das ist immer dasselbe. Dann müssen wir wahrscheinlich einfach mal erstmal einmal ausrüsten, so, ne? Oh. Wir machen das jetzt einfach mal. Was gibt's jetzt hier?
Zielvisier. Okay, die haben eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich alle dasselbe hier so, ne? Oder? Ja. Oh. Ich drücke mal das Falsche. Ja, die haben alles dasselbe da drin. Tragekapazität, die Anzahl, für die der Marine tragen kann. Die Sache ist nur, wir haben von denen nichts. Ich will, dass sie die herstellen. Ich will da nicht wieder runter. Nein. Das ist doch... Schmutz. Understood. Uploading mission data. Ich habe keine Geschütze. Ah, doch, ich kann welche bauen. Geil. So, ich muss noch mal kurz hier. Ich will mal gucken. Ich will, glaube ich, gebe, glaube ich, zwei einen Flammenwerfer. Was heißt denn das hier? Kein Trauma, kein Trauma, kein Trauma. Die sind trotzdem irgendwie kacke, oder was heißt das? Ich müsste trotzdem eigentlich genau wissen, was die so können, ne? Ja, glaube ich, eigentlich klug. Naja, gut. Zweimal Flammenwerfer, zweimal Shotgun. Was anderes geht ja eh nicht, ne? Doch, eine Mine. Mine. Hm. Was denkt ihr? Mit vier Geschützen kriegen wir bestimmt die Alien Queen platt, oder? Die stellen bestimmt vor der Tür auf, verminen das davor noch. Das muss doch passen. So müssten wir das Mistviech eigentlich platt kriegen. Und dann haben wir noch einen Flammenwerfer dabei. Minen. Ja. Ja, Mann. Das fehlt. Und das sind meine Elite-Soldaten. Die sind zwar alle ein bisschen ballerballer, glaube ich schon, aber ist egal. Alles klar, Leute. Was denkt ihr? Nächste Folge, legen wir die Queen? Ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare, lasst den Daumen nach oben da und wer noch nicht hat, abonniert den Kanal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.